heiße euch erstmal alle ganz herzlich willkommen. Es geht gleich richtig los. Und zwar mit einem Vortrag von Kuvan, Simon und Mira zum Thema Integration von Community Learning in digitalen Kompetenzmodell. Ein Praxisbeispiel. Und ich bin schon sehr gespannt und will nur noch kurz, bevor ich die Bühne freigebe, darauf hinweisen, dass es hier links an der Seitenleiste eine Möglichkeit gibt, unter diesem kleinen Sprechblasensymbol in den Chat zu posten. Ihr könnt da gerne eure Fragen lassen, wenn euch jetzt direkt was einfällt und ihr nicht bis zum Ende des Vortrags warten wollt, weil die Frage dann weg ist, dann schickt sie einfach hier in den Chat rein und ich werde danach den Vortrag versuchen, auf alle Fragen zurückzukommen und die dann an Kuvan, Simon und Mira zu stellen, damit hier auch keine Frage offen bleibt. So, das war es auch schon von mir. Ich lade dann euch ein, euch nochmal ein bisschen genauer vorzustellen und freue mich riesig auf euren Vortrag. Ja, Bühne frei für euch. Danke, dass ihr da seid. Vielen Dank, Laura, für die schöne Begrüßung. Wir begrüßen Sie auch ganz herzlich zu unserem Vortrag heute zum Thema Integration von Learning Community, Community Learning in digitalen Kompetenzmodell. Wer sind wir? Mein Name ist Duven Leti. Ich bin Koordinatorin für Schlüsselkompetenzen beim Service Lernen und Lernen an der Technischen Hochschule Nürnberg. Und zusammen mit mir sind Simon Boda und Mira Koff. Beide sind im Learning Department von DATEV AG tätig und aktuell als Referent und Referentin bei uns an der TH Nürnberg. Wir arbeiten zusammen, um das Thema Community Learning an der Hochschule zu integrieren und weiterzuentwickeln. Und heute wollen wir Ihnen auch einen Überblick geben, wie wir umgesetzt haben. Was gibt dann heute ganz kurz zum Agenda? Wir wollten zunächst das Digitalkompetenzmodell der TH Nürnberg vorstellen und danach die Umsetzung von Community Learning im Workshops-Format. Und abschließend möchten wir natürlich auch gerne mit Ihnen über das Thema austauschen. Das Digitalkompetenzmodell der TH Nürnberg, warum und wofür ist es gedacht? Ausgangspunkt war im Jahr 2017, wollten wir ein Qualifizierungsprogramm für unsere Studierenden alle Fachrichtungen aufbauen zur Förderung ihrer digitalen Kompetenzen für das Studium und auch natürlich als Vorbereitung für den Beruf. Und wir setzen die Ziele, einerseits digital-technologische Grundkompetenzen zu fördern durch Vermittlung von aktuellen Themen und Trends aus Feldern der Digitalisierung. Auf der anderen Seite wollen wir aber das Selbstlernkompetenz von Studierenden im digitalen Zeitalter unterstützen, sowie die Selbstreflexion und die Selbsteinschätzung der Kompetenzniveau. Und um diese Ziele zu erreichen, quasi um ein Qualifizierungsprogramm zu konzipieren, brauchen wir ein Kompetenzmodell, damit wir orientieren können. Das ist der Hintergrund. Bei der Konzipierungsphase des Qualifizierungsprogramms und Aufbau unseres Kompetenzmodells fangen wir zuerst mal mit Recherche, also mit Sekundäranalyse. Wir schauen so mehr als 10 Framework aus den USA, so wie ISTE, Grime Framework, UNESCO, sogar auch Mozilla Web Literacy und DICCOM von Europäischen Kommission. Und wir haben uns entschieden, wir nehmen DICCOM von EU als Rahmen, also als Referenzrahmen für uns. Was uns allerdings beim DICCOM noch vermisst und auch bei dem anderen Framework ist auch das Thema Selbstlernkompetenzen im digitalen Zeitalter, was bei uns wirklich sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Ziel, was wir erreichen wollen. Und deswegen, die Folie lädt ein bisschen, ich hoffe, Sie sehen noch. Die Folie sehen Sie oder es lädt ein bisschen, das dauert ein bisschen. Also ich glaube, wir können es schon sehen, also ich nehme mal an, dass... Ja, also bei mir die Folie, momentan die Folie lädt irgendwie. Und von daher, sage ich mal weiter, haben wir auch den Kompetenzenfeldern zu Lern 4.0 ergänzt. Ich blicke einfach mal andere und ich kehre zurück. Ja, genau. Wir haben drei Schwerpunkte in diesem Bereich Lernen 4.0, nämlich Selbstorganisation und Motivation im digitalen Zeitalter, dem Umgang mit Open Education Resources, OER und MOOCs und das Thema vernetztes Lernen. Und aus unserer Sicht sind diese Schwerpunkte so wichtig, dass jeder Studierende wirklich beherrschen sollen. Und wir schauen es unseren Kompetenzmodellen aus. Zunächst mal in dem Bereich Lernen 4.0
unserem Kompetenzmodell bestehen aus 6 Bereichen und 12 Dimensionen. Im Bereich Lernen 4.0 haben wir, wie gesagt, 3 Dimensionen, vernetztes Lernen, Motivation, Selbstorganisation, OER und MOOCs. Und wir setzen diese Dimensionen auch um als Lehrveranstaltungen mit SCTS, beziehungsweise auch im Workshops-Format, in unserem Qualifizierungsprogramm um. Und das Thema vernetztes Lernen und im Workshop Community Learning wurden auch meine Kolleginnen und mein Kollege auch später noch dazu kommen. Für uns ist Selbsteinschätzung von Kompetenzniveau auch wichtig und deswegen, das gehört auch zum Thema Lernen. Von daher gibt es auch eine Dimension zu Kompetenzlücken entdecken, in dem Studierenden auch Selbstassessment-Test teilnehmen, die Lücken identifizieren und wir begleiten unseren Studierenden im Rahmen unserer Programme auch dabei, um diese Lücke zu schließen. So damit Sie dann auch Überblick haben, was gibt noch in unserem Bereich, was gibt es halt in anderen Bereich, zeige ich Ihnen ganz schnell noch das komplette Modell von uns. Unten pink finden Sie den Bereich Problemlösung und da sollen die Studierenden gemeinsam zusammenarbeiten, interdisziplinär, um unterschiedliche technischen Probleme zu lösen. Entspricht es aber auch auf der rechten Seite, sehen Sie auch das Angebot, also die unterschiedlichen Angebote von uns, Digitalisierung Industrie 4.0, Digital Ethics. In diesen Angeboten, in 7 Lehrveranstaltungen, arbeiten Studierenden interdisziplinär zusammen, Geschäftsmodelle entwickeln, lösungskritisch auf unterschiedlichen Perspektiven bewerten und so weiter und so fort. Und beim Creation, also Erstellung von digitalen Inhalten, lernen Studierenden auch Programmierung, das Thema Copyright, Lizenzen kennen, zum Beispiel im Rahmen von App-Entwicklung, Web-Entwicklung, Chatbot-Entwicklung und so weiter und so fort. Alles, was rund um Datenanalyse, Datenvisualisierung, Umgang mit persönlichen Daten oder Gerätschützen für Privatsphäre und soziales Wohlege, könnten im Bereich Data Literacy und Sicherheit erworben werden. Zum Beispiel im Rahmen der Lehrveranstaltungen Infografiken, Storytelling with Data oder Big Data Basis und Medienkompetenzen in Praxis und Theorie. Und der Bereich Kommunikation und Kollaboration sowie Nutzung von digitalen Werkzeugen, dafür werden auch eigentlich in allen anderen Angeboten von uns verteilt behandelt. Genau, das ist mal ganz kurz, worum es geht bei uns in diesem Kompetenzmodell. Ich übergebe dann jetzt meine Kollegin und meinen Kollege, die nun das Thema Community Learning näher erläutern. So, Mira und Simon, das ist eure Bühne. Ja, vielen lieben Dank für die Einleitung. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Mira Koll. Und ja, wir haben jetzt gerade schon so das Gesamtsetting des Kompetenzmodells der TH Nürnberg ein bisschen näher kennengelernt. Und wir wollen euch kurz einen Einblick geben, wie wir das praktisch umgesetzt haben in einem Workshop gemeinsam mit den Studierenden. Der Workshop war unter dem Titel oder ist nach wie vor unter dem Titel Community Learning, lerne deine Ziele zu erreichen und dabei vernetzt zu lernen und zu arbeiten, abgelaufen. Und wir haben ein paar Bausteine mitgebracht und Ziele, die wir ganz konkret im Workshop mit den Studierenden gemeinsam uns gesetzt haben, um natürlich auch auf die einzelnen Kompetenzcluster da auch mit einzuwirken. Einerseits das Thema Community Learning war für uns ein ganz großes Thema, dass es so ein bisschen den theoretischen Background, sage ich mal, das ein bisschen nochmal für die Studierenden aufzeigt. Auch einerseits auch noch das Arbeitswelt 4.0 und Digital Literacy, also wie setzt sich das zusammen, welche Kompetenzen brauche ich in der heutigen Zeit, um quasi vernetzt zu lernen und zu arbeiten. Und wir haben ja auch gesagt, okay, wir schauen uns ganz konkret verschiedene Tools an oder Plattformen, mit denen die Studierenden quasi sich vernetzen können und auch selber Content oder andere Mitstreiter finden können. Da haben wir das Beispiel Twitter gewählt und haben uns so ein bisschen Einstieg in die digitale Welt mit den Studierenden gemeinsam gemacht und haben dann das methodische Vorgehen Lernos vorgestellt, was auch den ganzen Rahmen des Workshops quasi abgesteckt hat. Was sich hinter dem Begriff Lernos verbirgt, wird der Simon euch gleich näher erzählen. Und dieser Lernos-Part, wie gesagt, erstreckt sich über den ganzen Workshop. Da habe ich euch später auch noch mal kurz den Ablauf des Workshops noch mal visualisiert.
Und das Ziel vom Workshop ist es letztendlich, dass die Studierenden sich anhand eines selbstgesteckten Ziels individuell quasi einen Lernprozess durchlaufen, selbstgesteuert, aber natürlich auch vernetzt mit anderen Studierenden. Und die Prinzipien des kollaborativen Lernens ist natürlich so der Eckpfeiler des kompletten Workshops gewesen. Für euch zum Kontext nochmal, wir sind im Sommersemester gestartet, haben auch schon erste Erfahrungen gesammelt und haben jetzt im Wintersemester auch wieder einen neuen Workshop mit einer neuen motivierten Gruppe an Studierenden zusammengestellt. Und was jetzt es mit Lernos auf sich hat, wird euch kurz der Simon nochmal kurz aufzeigen, wie wir uns da quasi eine Struktur überlegt haben. Ja, vielen Dank, Mira, für die Überleitung. Genau, ich sage auch nochmal Hallo, ich bin der Simon Burda. Ich habe eben mit der Mira zusammen diesen Workshop gemacht und so der Kern im Endeffekt ist eben dieses Lernos. Was versteckt sich hinter Lernos? Im Endeffekt ist es ein offenes Framework, was sozusagen selbstgesteuertes Lernen ermöglichen soll, weil wir wissen ja irgendwie alle, das große Thema ist irgendwie selbstgesteuertes Lernen und gleichzeitig erleben wir, glaube ich, immer wieder, es ist gar nicht so leicht, sich dem zu nähern und insbesondere auch das Thema vernetztes Lernen für sich so umzusetzen, dass man es wirklich in seinem Alltag integrieren kann, weil einerseits man kann sich mit Tools auseinandersetzen, man kann da irgendwie so ein bisschen rumspielen, aber irgendwie muss es ja zur Gewohnheit werden oder irgendwie stärker in den Alltag integriert werden. Deswegen ist hier bewusst die Idee, dass die Teilnehmer sich am Anfang des Workshops eigene Ziele setzen und die versuchen mit Hilfe von vernetzten Lernen oder eben Netzwerken, sozialen Medien sozusagen umzusetzen, aber der Aufhänger eben das eigene Ziel. Und dafür bilden die Teilnehmer im Kickoff-Workshop eben Peer-Gruppen, sind 4 bis 5 Personen zusammengeschlossen. Und in diesen Peer-Gruppen, in diesen kleinen Gruppen, treffen sie sich eben einmal pro Woche für eine Stunde. Und das Ganze läuft dann sozusagen über 12 Wochen. Und die Mira wird gleich nochmal darauf eingehen, wie wir das dann auch nochmal begleiten. Aber sozusagen die Kleingruppe ist konstant über den ganzen Workshop und arbeitet da intensiv zusammen. Und was jetzt die Kleingruppen dabei leitet, ist eben ein Leitfaden, das ist eben der Kern von LernOS. Das ist auch offen verfügbar. Ich poste auch gleich mal den Link im Chat. Unter lernos.org kann man diese Leitfäden sich sozusagen runterladen und wir haben eben einen Leitfaden, der auf dem Prinzip von Working Out Loud basiert, genommen und haben den über OneNote sozusagen den Studierenden zur Verfügung gestellt, sodass sie auch in diesem OneNote gemeinsam an diesem Leitfaden arbeiten können und gemeinsam die Themen, die Inhalte, die sie erarbeiten, da sozusagen auch in ihrer Kleingruppe teilen können und wir auch immer wieder mit ihnen da sozusagen draufschauen können und reflektieren können, wie sozusagen ihr Lernprozess aussieht. Und vielleicht noch einen ganz kurzen Ausschnitt, bevor wir dann nochmal so den Gesamtkontext anschauen. Jetzt stellt man sich ja vielleicht die Frage, okay, wie schauen da denn so Übungen aus? Eine Übung in der ersten Woche, da geht es erstmal so um die eigene Zielfindung, sich erstmal die Frage zu stellen, okay, was ist mir gerade wichtig, mit was will ich mich auseinandersetzen und was ist vielleicht auch für den Workshop ein passendes Ziel, was ich eben mit Hilfe eines Netzwerkes erreichen kann. Und in der zweiten Woche, das vielleicht auch noch als kurzer Ausblick, geht es dann mal darum, eine Liste mit 10 Personen zu machen, die mir zu dem Thema helfen können. Und das können einerseits Leute sein, die ich schon kenne, aber andererseits auch Leute, zum Beispiel, ich kenne irgendwie einen spannenden Autor, da möchte ich irgendwie einen Kontakt herstellen oder ich kenne irgendjemand, der einen Blog schreibt, also dass man so bewusst da ein bisschen die Perspektive weitet und da so ein bisschen überlegt und da kommt man dann schon so ein bisschen in diese Denkweise, wie können mir eigentlich Netzwerke helfen oder wo gibt es vielleicht auch Leute, die ich noch nicht direkt kenne, mit denen ich in Kontakt treten kann. Genau, das so als kleinen Ausblick, wer da sich noch intensiver mit beschäftigen will, einfach auch mal auf lernos.org schauen. Das ist eine ganz spannende Seite und kann man ganz gut, glaube ich, in unterschiedliche Kontexte auch integrieren. Und genau, dann macht die Mira weiter und gibt euch nochmal einen kurzen Einblick, wie so der Gesamtworkshop aufgebaut war oder ausschaut.
Genau. Simon hat es ja gerade schon gesagt, insgesamt geht es ja bei Lernus darum, über einen bestimmten Zeitraum, in dem Fall waren es jetzt im Sommersemester ungefähr 12 bis 13 Wochen, ein selbstgestecktes Ziel, einerseits durch selbstgesteuertes Lernen, Vernetzung, aber auch in der Zusammenarbeit mit den kleinen Gruppen zu erreichen. Wie wir da vorgegangen sind, um so ein bisschen so einen Ermöglichungsrahmen zu geben. Wir haben einerseits ein Kickoff gemeinsam mit den Studierenden gehabt in der großen Gruppe, wo wir erstmal gesagt haben, okay, worum geht es beim Community Learning, wie kann ich mich vernetzen, wie gesagt, das Thema Digital Literacy, was ich vorhin noch hatte, war so ein bisschen, ja, so eine Einstimmung und auch letztendlich der Part, in dem dann die Studierenden sich in den Kleingruppen zusammengefunden haben und da auch schon die erste Übung gemeinsam durchgeführt haben. Das haben wir auch online durchgeführt, da wird euch der Simon auch gleich nochmal Einblick geben, welche Tools wir dafür verwendet haben. Und dann sind wir in die Peer-Phase, sag ich mal, durchgestartet, wo sich dann die kleinen Gruppen immer einmal die Woche zu einem selbstgefundenen Termin zusammengefunden haben und sich dann nach und nach die einzelnen Aufgaben Woche pro Woche erarbeitet haben. Und wir haben letztendlich an der Stelle auch ja, die Begleitung angeboten und haben dann immer verschiedene Checkpoints mit den Gruppen gemeinsam durchgeführt. Das seht ihr in der Mitte von der Folie. Wir hatten erstmal ja nochmal in den Kleingruppen nochmal Termine mit den Studierenden, wo wir geguckt haben, okay, passt euer Ziel, welche Hilfestellungen, welche Tipps und Tricks würden euch helfen, dass ihr erstmal so ein bisschen geguckt haben, okay, welche Dynamiken gibt es in den Gruppen oder wie kommen sie so zurecht? Und dann hatten wir in der Mitte von den 12 Wochen nochmal einen großen Termin gemeinsam mit allen Gruppen, wo es dann auch darum ging, transparent zu machen, wer arbeitet an welchem Ziel, um auch wieder zu sehen, okay, vielleicht können die auch innerhalb des Workshops auch ein eigenes Netzwerk oder eine Wissensbasis oder Experten ja zusammenführen, um das so ein bisschen transparent zu machen. Und dann haben wir auch nochmal im Anschluss, nochmal gegen Ende, kurz vor dem Abschlussworkshop, auch nochmal eine kleine Session mit den einzelnen Gruppen gemacht, wo wir dann auch nochmal gesagt haben, okay, wo steht ihr gerade, habt ihr euer Ziel nochmal angepasst und haben sie an der Stelle auch nochmal begleitet und auch Tipps und Tricks gegeben. Und dann im Abschlussworkshop war dann letztendlich auch nochmal die Rückschau von jeder einzelnen Gruppe, wo sie präsentiert haben, was sie wirklich gelernt haben in den letzten Wochen, wie sie ihr Ziel erreicht haben, was ihre Learnings waren. Und da haben wir dann auch nochmal ein virtuelles Netzwerkboard gemeinsam erarbeitet und erstellt. Und das war so letztendlich die Rahmengebung, die wir mit den Studierenden ja angedacht haben. Und dabei haben uns natürlich auch verschiedene Tools auch geholfen, wo wir auch virtuell zusammengearbeitet haben mit den Studierenden. Da hat der Simon auch ein paar Screenshots für euch mitgebracht, damit ihr da einen Einblick bekommt. Genau, zum Abschluss wollen wir nochmal so kurz auf die Tools schauen, die wir verwendet haben. Wie haben wir das konkret umgesetzt? Wir haben alles Mögliche verwendet, aber so die Hauptsachen, die wir verwendet haben, einerseits Microsoft Teams sozusagen als gemeinsame Plattform, einerseits für den Kickoff-Workshop, um sozusagen ja eine Videokonferenz zu starten, aber auch um eben diesen Community-Gedanken auch im Workshop aufrechtzuerhalten, sozusagen zwischen den Workshops immer die Möglichkeit, über Teams für die Teilnehmer Fragen zu stellen, interessante Links zu teilen, aber auch für uns die Möglichkeit, irgendwie nochmal Infos für die Teilnehmer zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig haben wir dann in Teams sozusagen für jede der kleinen Gruppen einen Kanal eingerichtet, wo sie sozusagen sich auch vernetzen konnten, das für ihre Videokonferenzen nutzen konnten und das auch so ein bisschen als Ideenspeicher verwenden können. Es war dann manchmal ganz spannend, so über die Zeit immer wieder Videokonferenz auch in den Kleingruppen gehabt und dann hatten die Teilnehmer wirklich so in ihrer Timeline eine ganz schöne Dokumentation von spannenden Links und gleichzeitig haben wir ein OneNote verwendet und für jede Kleingruppe und das auch quasi über Microsoft Teams jeweils den einzelnen Gruppen zur Verfügung gestellt und geteilt, sodass sie quasi so eine Plattform hatten, wo sie alles rund um den Workshop gefunden haben. Und zusätzlich, weil wir gemerkt haben, so an manchen Stellen kommen wir an die Grenzen mit Microsoft Teams oder da sind einfach nicht die Funktionen vorhanden, die wir uns irgendwie wünschen würden, haben wir zum Beispiel für die Vorstellungsrunde Padlet verwendet, um da die Möglichkeit zu haben, wirklich in intensiven Austausch, in eine intensive Vorstellung zu kommen, weil wir schon uns die Frage gestellt haben,
Diese Teilnehmer sollen jetzt über 12 Wochen zusammenarbeiten und dann so ein Kickoff, der nur online ist, dann ist es irgendwie schwierig, so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wie sind die anderen Leute drauf? Mit wem will ich in eine Kleingruppe gehen? Und da haben wir eben das Padlet verwendet und jeder hat sozusagen erstmal so eine Kachel für sich angelegt, seinen Namen oben hingeschrieben, 3 Hashtags hingeschrieben und ich finde, was es dann wirklich lebendig gemacht hat, das sieht man jetzt hier nicht so oder nur in Ausschnitten, da gibt es die Möglichkeit, dann auch GIFs für die eigene Kachel einzufügen und da hat man dann schon voll das Gefühl, so ein GIF macht es irgendwie lebendig, irgendwie hier so dieser bewegende Hund oder hier irgendwie ein Junge, der mit dem Fahrrad fährt. Und so, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, jetzt kann man so ein bisschen mehr greifen, was sind es für Leute und wie sind die drauf? Und dann später, sozusagen in diesem Kickoff-Workshop, haben wir, das sieht man hier in der Mitte, Gruppe Einhorn, haben wir sozusagen nochmal zusätzliche Kacheln gemacht, die die Gruppen symbolisiert haben und jeder Teilnehmer konnte dann seine Kachel sozusagen den Gruppen zuordnen und es war dann wirklich so ein schön dynamischer Prozess, so ein bisschen, wie man es auch physisch hat. Der eine Teilnehmer stellt sich erstmal zu der einen Gruppe und sagt dann, ah, jetzt sind wir doch schon 6 Leute, ich gehe dann doch nochmal zur anderen Gruppe und es hat sich wirklich so schön bewegt und dadurch, dass man in Padlet das sozusagen jeder in Echtzeit sieht, funktioniert es eigentlich sehr gut und das finde ich eine schöne Möglichkeit, auch online so ein bisschen so ein persönliches, so ein bisschen spielerisches Element einzubauen, was sonst manchmal schwierig ist, wenn man nur so eine reine Videokonferenz hat. Genau. Das glaube ich erstmal so als erster Einblick, erster Überblick, was wir da gemacht haben und wie wir es auch umgesetzt haben. Und jetzt wollen wir auch noch die Frage nochmal an Sie, an euch geben. Uns würde einfach interessieren, beim Thema Community Learning gibt es bei euch an den Hochschulen ähnliche Initiativen, ähnliche Projekte, gibt es vielleicht auch irgendwelche Workshops, die da durchgeführt werden. Da wird uns einfach eure Erfahrungen interessieren und natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt oder sagt, hey, das fände ich nochmal spannend, könnt ihr da nochmal einen Satz dazu sagen, dann seid ihr da natürlich auch gerne eingeladen, nochmal nachzufragen. Genau, und ich denke wahrscheinlich am besten über den Chat einfach eure Fragen, eure Anregungen, eure Wünsche stellen. Den spannenden Input. Kurz an die Teilnehmer, es gibt auch die Möglichkeit, ihr könnt euch melden, wenn ihr hier zu uns auf die Bühne kommen wollt. Keine falsche Scheu. Wir haben noch etwas über 5 Minuten Zeit für Fragen. Wie gesagt, entweder im Chat oder direkt auf die Bühne gerne kommen. Ansonsten würde mich auch mal interessieren, ich will jetzt hier niemanden übergehen, aber bis sich vielleicht hier jemand mal auf die Bühne traut oder eine Frage in den Chat stellt, ist mir direkt auch als Selbststudierende die Frage gekommen, wie das denn so aufgenommen ist, wie das Feedback, ich meine, das hat ja gerade erst gestartet, aber so das Feedback bisher ist, habt ihr da schon was gehört von den Studierenden? Wie wird es aufgenommen, das Anmeldeverhalten und so weiter? Also bezüglich dann der Anmeldungen und so weiter, kann ich das auch mal kurz erzählen und inhaltlich oder unterschiedlichen Feedback könnte auch Mira was dazu sagen. Bei uns ist das also die Workshops bei uns beziehungsweise die Lehrveranstaltungen bei uns sind alle Teilnehmer beschränkt, weil ansonsten könnten wir das auch nicht 20 Personen oder 25 bedienen. Und pro Workshop lassen wir halt meistens 18 bis 20, Maximum 20 hinzu und die sind halt meistens auch gleich ausgebucht, weil wie gesagt, die Themen Community Learning ist eigentlich in Unternehmen schon relativ bekannt, im Hochschulkontext ist noch nicht so ganz und deswegen, die sind auch total neugierig, die wollen es auch mit dem anderen Studierenden von den anderen Fakultäten und anderen Fachrichtungen auch austauschen. Und vor allem beim Community Learning, es geht nicht um Wissenvermittlung, sondern wirklich im Austausch, im Vordergrund. Und deswegen, die haben das auch voll viel Interesse und die sind auch motiviert, mit reinzukommen. Und Feedback haben wir natürlich auch. Also wir haben nach jeder Session Feedbacksrunde via Padlet gemacht und natürlich am Ende des Workshops auch. Vielleicht Mira, kannst du das auch kurz dazu ergänzen, was genau die Feedbacks ist? Genau.
wie jetzt gerade Thumann auch schon gesagt hat, ungefähr 20 Personen waren im Schnitt jetzt beim im Sommer mit dabei. Da hatten wir insgesamt 4 Gruppen, die auch wirklich die kompletten 12 Wochen am Stück sich jede Woche getroffen haben und da im Austausch waren. Und das Feedback war total positiv von jeder Gruppe, die aber jeweils völlig unterschiedliche Dynamiken entwickelt haben. Also manche Gruppen treffen sich jetzt nach wie vor nach dem Workshop immer noch zum regelmäßigen Austausch, weil sie gemerkt haben, dass ihnen das total viel bringt. Immer wieder ja einmal die Woche nochmal drüber zu sprechen, okay, wie geht es mit meinem Ziel? Manche haben auch dann nach dem Workshop gesagt, okay, das hat jetzt gut gepasst und ich habe irgendwie einen Einblick bekommen, habe irgendwie so ein Gefühl dafür bekommen, wie man so selbstgesteuertes Lernen, wie ich da selber vorgehen kann oder wie ich da halt auch die Gruppe oder auch das Netzwerk nutzen kann. Und das Feedback war durchweg positiv insofern, als dass sie gesagt haben, okay, gerade an meinem persönlichen Ziel, da identifiziere ich mich damit. Und da habe ich ja selber auch ein Interesse, mich da weiterzuentwickeln. Und das war eigentlich durchweg sehr, sehr positiv. Und alle haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie durch das Netzwerk auch alleine in der Workshop-Gruppe schon, es waren ja auch schon 20 Leute aus völlig unterschiedlichen Fakultäten, dass sie da auch gemerkt haben, okay, das ist alleine auch schon ein super Netzwerk. Weiß nicht, Simon, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was dir noch mit aufgefallen ist, aber... Also durchweg positiv, ja. Was ich spannend fand, wir haben das letztes Semester schon einmal durchgeführt. Am Anfang ist immer so eine kurze Irritation, weil die Studierenden das, glaube ich, gar nicht so gewohnt sind, dass man einfach sagt, so sucht euch mal so komplett ein eigenes Ziel, was so euer persönliches Interesse ist. Da brauchen viele Studierende, hatte ich das Gefühl, immer am Anfang erst ein bisschen Anlauf, sich da zu orientieren, weil sie sonst eher gewohnt sind, dass viel vorgegeben ist, und das finde ich, ist aber eigentlich auch ein ganz spannender Prozess, sich so am Anfang damit auseinanderzusetzen. Was ist wirklich ein Thema, was mich gerade beschäftigt und wo ich mich auch die nächsten Wochen oder Monate damit intensiver beschäftigen will? Und wenn es dann mal klappt, finde ich ganz interessant, gab es ganz viele, wo irgendwie eine ganz tolle Dynamik war und die sich eben dann auch über diese eine Stunde hinaus nochmal mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt haben, weil es ja wirklich ein persönliches Thema war, was ihnen irgendwie wichtig war. Genau. Ja, vielen Dank. Ich finde auch gerade den Punkt der Interdisziplinarität extrem spannend, dass sich dort Studierende verschiedenster Fakultäten zusammenfinden. Das ist ja oft an Unis, auch aus meiner persönlichen Erfahrung kommt das oft recht kurz. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir haben noch 2 Minuten. Falls noch jemand ein kleines Insight geben möchte zur eigenen Situation von Community Learning an der Hochschule. Wenn nicht jetzt, dann auch gerne immer mal im privaten Chat unter dem Plaudern-Icon da oben rechts. Könnt ihr auch gerne nochmal auf die 3 zukommen. Die sind bestimmt happy, euch nochmal mehr dazu zu erzählen oder mit euch nochmal in Austausch zu treten. Oder ich denke, das Modell ist auch... ja, wird ja sehr gut angenommen offensichtlich und ist ja auch sehr spannend, nicht nur bei euch, sondern auch nochmal anders anwendbar an anderen Hochschulen und wird wahrscheinlich auch gerne weitergegeben, damit noch mehr Studierende davon profitieren können. Genau. Also wir bleiben halt noch eine Weile hier in diesem Raum und falls wir dann halt Fragen haben oder genau, und dann könnten wir das auch gerne jederzeit austauschen. Weil ansonsten ist es nie unserem E-Mail-Adresse. Sie könnten jederzeit auf uns zukommen. Wir freuen uns, mit Ihnen auszutauschen. Genau. Die Adresse, mein Telefonnummer steht das auch mit drauf, oder wenn Sie dann halt auf unserem Website reinkommen, da finden Sie uns auch.